Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation mit mir, TMWSTREF. Lasst uns weitermachen hier am Heiligen See. Immer noch in der Nähe vom Tempel von Karnak. Und wir sammeln jetzt einfach mal schnell ein Secret ein. Müsste eigentlich hier ganz easy gehen, hier runterzukommen. Ja. Solange man einfach die richtige Stelle kennt. Wo man landen muss. Andersweitig wird es kritisch, wenn man jetzt hier am seichten Wasser auflandet, ne? Niemals gut, das wird schmerzhaft. Für Lara wahrscheinlich auch. Sie ist ja auch ein Mensch. Egal wie tough und abgehärtet sie ist, sie empfindet doch immer noch Schmerzen, ne? Wie jeder andere auch. Ja. Ganz nebenbei. Okay. Auf die Tür. Ah, habt ihr es gehört? Genau, das war der Secret Sound. Und er wird uns jetzt hier irgendwo, ja. Hier sammeln wir jetzt was ein. Irgendwie war mir so als... Das ist jetzt nicht hier, oder? Nee? Scheint nicht so zu sein. Nee, okay. Es gibt nämlich solche Secrets, die haben so eine ähnliche... So ein ähnliches Farbschema und so eine ähnliche Struktur. Da passieren merkwürdige Dinge. Und das wird in den nächsten Levels sein. Was heißt, es passieren merkwürdige Dinge? Es ist, naja, zum Beispiel... Ja, ich spoiler jetzt mal nicht rum. Erfahrt es selbst. Na. Lara, du musst hier raus. Oder du machst da, ja genau. Das geht auch. Hopp. Nach oben. Ja. Ganz improvisiert. Gut. So, dieser Raum war eigentlich jetzt nur für das Secret gedacht. Für sonst nichts weiter. So, es führt aber... Ja, es führt tatsächlich nur einen Weg weiter nach vorne. Also führt uns in der Story weiter. Und zwar ist das der jetzt zu unserer Linken der Weg. Aber wir gehen jetzt noch in den anderen rein. Der geht ganz schnell, glaubt mir. Und ihr seht schon, deswegen, genau. Weil es einfach nur ein kleiner Gang ist, in dem man reinkriechen muss. Und dann hat es sich schon... Gut. Wo kommen wir hier raus? Oh, und Leute, ich hatte hier mal... Ich habe hier echt in diesem Raum... Echte Probleme gehabt. Wirklich. Was heißt echte Probleme? Also... Beziehungsweise, ich wurde hier immer gestalkt von Fledermäusen. Und die sind ja so... abartig penetrant hier. Wirklich. Unfassbar. Fällt einem nichts zu ein. Und sie kommen wieder. Okay, ist es noch keins da? Keine Fledermaus. Ah, da! Hört ihr sie flattern? Gut, sie machen nicht viel Schaden, aber trotzdem. Die Tatsache, dass sie uns verfolgen und immer hinter uns her sind, ist einfach... Ah, ja. Einfach eine nervige Angelegenheit. Was liegt denn da hinten noch? Uzi-Munition?
Ah, da ist schon wieder so einer. Nee, eine. Das sind sogar zwei. Menschenskinder. Was habt ihr nur da an Lara? Moment mal, wie viele Secrets haben wir bis jetzt? 30. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Mir kommt gerade nämlich so in den Sinn, als ob man bis hier einen zweiten 32 haben sollte. Aber ich kann mich auch irren. Ich glaube, ich irre mich vielleicht schon. 30 Secrets bis hierhin. Ja, es könnte hinkommen. Ich weiß es nicht. Also, aber ich habe auch bis jetzt, also ich habe keins vergessen. Nee, ich glaube, ich habe keins vergessen. Kein Secret habe ich vergessen. Okay. Na? Kommt schon. Hier will irgendjemand erscheinen. Oder auch nicht. Besser so. Kann Lara einfach mal ein paar... Ein paar weniger abknallen. So. Dann geht's hier runter. So, und jetzt kommen wir an eine sehr entscheidende Stelle. Liebe Leute, liebe Zuschauer, ihr werdet es gleich erfahren. Wir werden erstmal hier Fackel noch einsammeln und noch eine Uzi. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 3 Uzis eingesammelt in dem Spiel. Vielleicht war es schon sogar noch eine mehr? Nee, ich glaube, es waren 3 bis jetzt. So, und jetzt wird's interessant, Leute. Und zwar hier. Was ist das? Okay, das scheint der Eingang zum Grabmal von Samarket zu sein. Okay, und da ist ein... Man sieht es schon vielleicht. Man sieht es hier schon so ein bisschen. Da kommt das Amulett des Horus rein. Und ja, die Tür lässt sie sich öffnen. Mit Sicherheit, ne? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Miss Croft. Von Croy. Sie klingen besorgt, meine Liebe. Haben Sie etwas verlegt? Nichts, was ich nicht auch später wiederfinden ließe, mein Lieber. Wie Sie wissen, bewundere ich Ihre Beharrlichkeit. Doch diesmal, fürchte ich, werden wir Sie austesten müssen bis, wie würden Sie sagen, bis zum Äußersten. Nach Schmerzen, Werner? Wenn es das Bein ist, das Ihnen so viel Verdruss bereitet, könnte das mit Ihrer fatalen Neigung zusammenhängen, an riskanten Hebeln herumzuzerren? Schluss jetzt mit diesen faden Witzchen, Miss Croft. Es wird Zeit für Sie einzusehen. Miss Croft? Und nun wollen wir noch einmal Ihr Sprintvermögen testen. Ab dieser Stelle, ich will mal kurz was zu dieser FMV-Sequenz sagen. Ich glaube, bei der PC-Version war es so, dass die
noch so um die 10 Sekunden länger war. Und zwar haben diese Statuen, diese beiden Statuen, neben dem Eingang, haben sich bewegt. Sie wurden auf einmal lebendig und von Kreu hat noch hämisch gelacht. Ja, er sperrt einfach seine Schülerin hier ein. What the hell? Was ist das für ein... What the heck? Was ist das? Was ist das für ein bescheuerter Lehrer? Also der war ja anfangs sehr richtig nett, aber aus irgendeinem Grund scheint der Lara jetzt so richtig zu hassen. Gut, Leute, wir sind hier jetzt nicht mehr an einem sehr reizenden Ort. Wir sind hier jetzt im Grabmal des Simmercat. Und sehen mal, was hier uns erwartet. Und Leute, hier erwartet uns viel. Viel. Unter anderem das Skarabäen. Ja, Skarabäen sind fleischfressende Käfer, die erledigen Lara einfach mal im Nu. Besonders wenn sie in Massen um Lara herumstehen. Oder an Lara dran sind, dann geht die Lebensanzeige von Lara schnell auf Null. Gut. Hopp. So, Sekunde mal. Hier gab es jetzt das hier ist so eine Stelle, wo man jetzt ein bisschen schnell sein muss. Aber gut, es gibt einen Trick, sofern er funktioniert. Und zwar hat es etwas mit dieser Fackel zu tun. Ja, das ist eine separate Fackel, die man aufheben kann und anzünden kann. Ganz genau. Damit haben wir einfach mal kostenlos Licht, also gratis. Nachteil ist, Lara kann sich ab jetzt nicht mehr irgendwo festhalten an einer Kante oder klettern. Und wenn sie die Waffen zieht, lässt sie die Waffe fallen. Lässt sie die Fackel fallen, nicht die Waffe. Und ich probiere jetzt einfach mal. Ja, also mit Dreieck wirft sie auch runter. So, Moment. Oh oh. So, wir müssen jetzt einfach ein bisschen an diesen Hebeln rumprobieren. Okay, das war schon mal der falsche. Wahrscheinlich, ich glaube, es müssen mehrere aktiviert werden. Oh, es geht doch bis jetzt noch ganz gut. Was ist der andere Hebel? So, okay. Einer von den dreien hat jetzt einfach mal die Tür oben geöffnet, durch die wir durchkommen. Durch die uns irgendwo wieder hinführt. Oh Gott. Ich bin heute einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen gelähmt beim, gelähmt, also ein bisschen lahm am Kommentieren. Passiert, es gibt solche Tage. Ja, vergessen habe ich doch jetzt nichts, ne? Nee. Mm-mm. Secrets. Ich glaube, ja. Ich habe zwar immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir bis hierhin 32 Secrets haben müssten, wenn wir alle haben wollen. Aber mir ist auch so, wenn wir dieses Level fertig haben, müssten wir dann 37 haben. Und es gibt hier definitiv 7 Secrets. Ja, man merkt schon, das ist ein langes Level. Und was ist das? Es sieht aus wie ein Spielbrett. Ein überdimensionales Spielbrett. Ist es auch im Grunde. Das wird noch wichtig werden. Das Spiel heißt Senet.
Aber dazu später mehr. Jetzt hole ich mir erstmal das erste Secret in diesem Level. Und Leute, das hier, das Grabmal des Cybercat, das war wirklich so ein Level, wo ich echt richtig verzweifelt war oft. Das war für mich früher so ein richtig schweres Level. Aber man braucht auch wirklich ein bisschen Geschick für dieses Spiel und auch ein bisschen Zeit und auch Geduld. Man muss schon viel Geduld mit sich haben, um hier sinnvoll zu bestehen. Besonders fürs erste Mal. Da muss man wirklich ein bisschen geduldig sein. Alle hopp, da geht's lang. Ja. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir bräuchten erst einmal die Gesetze des Senet. Also das ist so eine Steintafel, die Spielregeln erklärt von diesem Brettspiel. Ja, und heißt das, wir müssen das jetzt irgendwie spielen oder so? Ja, wer weiß. Na, wer will sich hier groß breit machen? Das sind dieselben Tempelhunde wie in der Grabkammer. So, Moment. Ja. Unter anderem war das hier auch eine schwere Stelle. Mit diesen Feuerschaltern. Das war ja wirklich so ein... Weiß ich nicht, was ich... Das war echt schlimm. Und da ist die Tafel. Die steht mitten in Flammen, auf einem flammigen Podest. Was soll das nur bedeuten? Naja, wir überlegen mal nicht weiter, wir machen einfach. Vorsicht, nicht zu nah ans Feuer. Wie bekanntlich. Okay, das war zu früh vorangestürmt. Man muss das wirklich irgendwie timen. Denn das Feuer ist schnell wieder da. Da, habt ihr gesehen, da ist es wieder. Gut. Du gehst jetzt wieder an. Ah! Nur ein bisschen zu früh. Gut, und da ist jetzt eine Flamme ausgegangen. Zwar dauerhaft. Okay, was ist jetzt passiert? Wir haben diesen Block hinuntergezogen. Ja, und jetzt machen wir einfach nochmal ein Spiel mit den Flammenschaltern. Oh Leute, ey, wenn ihr wüsstet. Hat mich wirklich aufgeregt. Okay, aber da scheint jetzt absolut gar kein Feuer zu sein. Ja, dennoch gibt man Acht. Und man muss schnell sein. Und da ist das Feuer wieder. Gut. Die Entwickler haben ja so fürsorglich vorgesorgt mit einem Wasserbecken, falls Lara mal in Flammen steht. Aber für jemanden, der das Spiel ohne Medipacks zu benutzen durchspielen will, ja, das ist schon... Muss man schon ein bisschen disziplinierter vorgehen und planmäßiger. So, ist hier jetzt komplett alles aus? Also hier anscheinend schon. Okay, es ist eigentlich das passiert, was wir gebraucht haben. Aber
Erst einmal gucke ich hier noch, was in den anderen Löchern sich befindet oder was man hier noch... Oh! Was man hier noch so auslösen kann. Und wirklich, das ist bei Lara immer noch so, als ob sie irgendwie mit Öl übergossen sei. Und jetzt ist also der andere Schalter erloschen fürs Erste. Okay, ich glaube, das war doch noch wichtig, weil es hat einfach jetzt gerade sich nochmal was bewegt. Und wir müssen hier dann jetzt... wir haben jetzt einfach einen Ausgang geschaffen. Das ist alles. Und wir kommen hier raus. Ja, und das Hangeln ist notwendig. Okay. Da wären wir wieder. So, mit Hilfe dieser Plattform werden wir dann hier irgendwo raufklettern. Demnächst. Sekunde mal, ich will mal gerade was testen. Ich habe dann nämlich mal was von so einem Trick gehört. Aber das scheint hier nicht zu funktionieren. Wäre auch zu einfach. Gut, alles klar. Es geht rauf. Und es geht hier weiter. Kein Gegner hier. Freudi, Freudi. Ja. Gut, aber Leute, ich glaube, ich mache hier an dem Punkt nochmal eine kleine Pause, okay? Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder, okay? Bleibt bis zum nächsten Mal einfach stets gesund, optimistisch und ihr selbst und haltet stets den Kopf hoch, ne? Es geht immer nach vorne. Auch wenn es schwer ist. Okay, bis zum nächsten Mal. Viel Glück, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Driver und ciao.